Hallo Menschen, es freut mich, dass ihr hier so zahlreich erschienen seid, um euch diesen Talk anzuhören, das freut mich. Ich bin Lea, ich studiere Chemie und habe die Ehre, euch etwas über Sprengstoff erzählen zu dürfen. Wie ich überhaupt auf diese Idee kam, naja, vor gar nicht so langer Zeit gab es so einen kleinen Zwischenfall in einem Open Lab in Augsburg. Und zwar gab es eine Hausdurchsuchung. Im Laufe dieser Hausdurchsuchung kam es dann auch, dass potenziell eine Sprengstoffexplosion herbeigeführt werden konnte. Hört sich sehr dramatisch an. Eine Sprengstoffexplosion ist auch so dramatisch. Aber das große Problem war eigentlich dieses süße Modell hier. Dieses süße Modell kommt aus einem 3D-Drucker und ist eigentlich vielleicht sogar gefährlicher, als es aussieht. Und genau mit dieser Frage möchte ich mich beschäftigen und euch darüber so informieren, was man mit Bomben aus einem 3D-Drucker, die eigentlich gar keine Bomben sind, so tun kann. Aber bevor ich erstmal darüber rede, wie gefährlich so eine Bombe wirklich ist und ob wir davon alle sterben werden oder ein Todesstern auf die Erde zielt und uns alle töten wird, möchte ich erstmal über die Grundlagen von Sprengstoff sprechen und darüber, was das überhaupt ist. Also es gibt so eine lustige Lehrbuchdefinition von Sprengstoff, die liest sich vielleicht etwas kompliziert, gerade für den Laien. Und deswegen versuche ich einfach mal, die zu erklären. Fangen wir erstmal bei der chemischen Verbindung an. Eine chemische Verbindung ist zum Beispiel sowas wie Alkohol, wie Ethanol. Eine Mischung chemischer Verbindung ist sowas wie Chunk. Chunk schafft es zwar, eventuell bei zu großem Konsum Lücken in das Gedächtnis mancher Personen zu sprengen, allerdings ist das nicht die Wirkung von Sprengstoff, über die wir heute sprechen möchten. Schnelle Bedingungen bei Reaktionen ist eigentlich das, was der Chemiker so unter ein paar Millisekunden versteht. Also ein paar Chemiker stehen auch im Labor und stehen 3 Stunden vor einem Kolben und warten darauf, dass da was reindestilliert wird. Das ist es zum Glück nicht. Also dauert ja auch ein bisschen lange, wenn man da steht, eine Explosion erwartet, die in manchen Bereichen ja durchaus gewünscht ist und 3 Stunden warten müsste, bis es fertig ist. Dann hat man noch relativ große Energiemengen. Ist irgendwie logisch, weil man möchte etwas zerreißen, explodieren, Materie durch die Gegend werfen. Und dabei hat man dann eben eine große Druckwelle. Das kommt davon, weil Sprengstoff eben meistens flüssig oder fest ist und dann sehr schnell in ein Gas umgewandelt wird. Viel Gas bedeutet, viel Gas bewegt sich auch schnell im Raum, dadurch entsteht eine Druckwelle. Und mit einer Hitzewelle wird das dann zu der Detonation. So. Hört sich vielleicht alles ein bisschen komisch an, aber ich habe es mal ein bisschen verständlicher gemacht. Man hat irgendein Zeug, das eben gefährlich ist. Es ist ein Feststoff bzw. eine Flüssigkeit, das dann zu Gas wird. Das ist die eigentliche Wirkung von Sprengstoff. Irgendwas Kleines wird zu was Großem. Also Flüssigkeit, Gas ist schon ein großer Volumenunterschied. Vielleicht kennt der ein oder andere das vom Wasserkochen, wenn Wasser aufsteigt. Im Grunde genommen ist es auch so ähnlich wie ein Kuchenbacken. Beim Kuchenbacken wandelt man das Backpulver in CO2 um, man hat ein Gas, der Kuchen geht auf, es ist warm, es ist nur keine Explosion in dem Sinne, aber es ist etwa vergleichbar vom Vorgang her. Bei einem Sprengstoff braucht man außerdem einen Auslöseimpuls, damit er überhaupt hochgeht. Das ist je nach Sprengstoff mehr oder weniger stark. Manche Sprengstoffe muss man schief anschauen, bei manchen muss man mit einem Hammer draufhauen, andere muss man wiederum anzünden. Und dann beginnt eigentlich schon die sehr heftige Reaktion. Und genau das ist eigentlich die Funktionsweise. Man hat am Anfang eine energiereiche Verbindung. Eine energiereiche Verbindung ist eine Bindung, die elektronisch sehr günstig ist. Also Elemente haben das Bestreben, ihre Elektronen zu teilen bzw. Elektronen aufzunehmen, um eine coole Konfiguration zu erreichen, sodass alle Elemente glücklich sind in einer Verbindung. Und die muss eben entsprechend energiereich sein. Dazu müssen Verbindungen noch recht instabil sein. Wasser zum Beispiel, das ist eine stabile Verbindung, damit kann man nicht so gut sprengen. Deswegen irgendwas Instabiles, irgendwas, was sehr schwierig oder teilweise auch quadratisch gebaut ist im Molekül, ist da schon echt super. Zudem braucht man elektronenfressende Verbindungen.
Also das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen komisch an, aber manche Elemente haben eine Tendenz dazu, Elektronen aufzunehmen von einem anderen Element. Und manchmal wollen sie so heftig Elektronen von einem anderen Element, dass sie so sehr daran ziehen, bis sie diese Elektronen haben, während das andere Element sie sehr gerne abgeben möchte. Dadurch entsteht viel Energie, sehr vereinfacht ausgedrückt, und dadurch entsteht eine Explosion. Das muss natürlich nicht der Fall sein, die können das auch ganz friedlich machen. Aber bei Sprengstoffen ist das in aller Regel so, dass das doch schon relativ viele Elektronen sind, die da ausgetauscht werden, und viel Energie, die transportiert wird. Und wie ich eben schon sagte, das sind meistens Feststoffe oder eben auch Flüssigkeiten. Das ist vom Volumen her kein so großer Unterschied. Und es wird dann eben was mit viel Volumen. Als Ergebnis hat man dann stabile Gase, zum Beispiel sowas wie Stickstoff oder CO2, etwas in die Richtung. Man hat wenig bis keine Ladungen mehr, denn viele stabile Verbindungen haben in sich geschlossen keine Ladungen. Und man hat sehr viel frei gewordene Energie. Also unter anderem die Wärmeenergie, die kinetische Energie, die dann eben das zerreißende Moment mit sich bringt. Allerdings gibt es noch so ein kleines Definitionsproblem, denn nicht alles, was wirklich explodiert, ist ein Sprengstoff. An sich ist das für den Chemiker kein so großes Problem, aber es gibt da eben diese verschiedenen Einstufungen in Explosivstoffe, was doch schon recht willkürlich ist. Also Initialsprengstoffe sind noch mal ein bisschen krasser als Sprengstoffe. Die muss man wirklich nur schief anschauen, damit sie explodieren. Pyrotechniker sind das klassische Feuerwerk, also etwas, was schöne Effekte macht, was toll aussieht, was man ab und zu auch in Filmen sieht. Die klassischen Sprengstoffe. Man hat Treibmittel, das ist zum Beispiel sowas wie Raketentreibstoff oder Zündmittel, um eine Reaktion in Gang zu setzen. Denn manche Sprengstoffe brauchen es auch tatsächlich, dass vorher eine Sprengung erfolgen muss, bevor sie selbst überhaupt explodieren können. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie krass so ein Sprengstoff sein kann. Es gibt ja Sprengstoffe wie beispielsweise die kleinen süßen Silvesterböller oder die Knallerbsen, die wirft man auf den Boden, es knallt schön, alles gut. Und dann gibt es noch Sprengstoffe wie TNT, die eine etwas stärkere Wirkung haben. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten der Parametrisierung von Sprengstoffen. Die ersten drei, die hier genannt sind, sind eigentlich so die Versuche, die man anwendet, um einen Stoff als explosionsgefährlich einzustufen. Der Fallhammerversuch ist einfach nur ein Hammer, der auf den Stoff fallen gelassen wird, aus einer bestimmten Höhe. Und wenn er eine bestimmte Kraft dabei erreicht, dann ist es ein explosionsgefährlicher Stoff. Der Reibtest ist eigentlich ganz ähnlich. Da wird einfach nur der Stoff zwischen Porzellankörpern zerrieben und man hofft auf eine Explosion. Und wenn diese dann wirklich eintritt mit einer bestimmten Kraft, dann ist der Stoff auch explosionsgefährlich. Und der Stahlhülsentest, man hat eine Stahlhülse, bohrt ein Loch rein, macht den Sprengstoff rein, lässt eine Entlastungsöffnung offen. Und wenn das dann trotzdem mit einer bestimmten Energie explodiert, ist es auch ein explosionsgefährlicher Stoff. Ganz ähnlich ist auch die Bleiblock-Ausbauchung. Da füllt man in einen Bleiblock den Stoff, bringt ihn zur Explosion und misst das Volumen, das dadurch entstanden ist. Das ist beispielsweise ganz nützlich, wenn man klassifizieren möchte, wie die Sprengstoffe untereinander in der Liste liegen, quasi wie all diese verschiedenen Parametrisierungsmethoden. Die Explosionstemperatur ist eigentlich recht intuitiv. Das ist eben die Temperatur, bei der die Explosion dann letztlich landet. Denn je mehr Energie und Wärme bei so einer Explosion frei wird, desto stärker ist sie auch nochmal. Also je wärmer eine Explosion, desto kräftiger ist sie. Dann hat man noch die Sauerstoffbilanz. Die Sauerstoffbilanz ist dafür da, um zu schauen, wie ausgeglichen eine Reaktion ist. Das kennt man vielleicht, wenn man was verbrennt. Wenn man was verbrennen möchte, muss genug Sauerstoff da sein. Wenn genug Sauerstoff da ist, dann klappt die Verbrennung ganz gut. Zu viel sollte es bei Sprengstoffen allerdings auch nicht sein, denn dann hat man schon genug Gas, das da ist. Und dementsprechend Sauerstoffbilanz ist so eine Art der Klassifizierung, ob man noch Sauerstoff dazugeben muss in der Reaktion oder eben nicht. Das Schwadenvolumen ist auch was recht Interessantes. Ich habe ja eben erklärt, dass ein Sprengstoff meistens flüssig oder fest ist. Und das Schwadenvolumen ist das Volumen, das ein Sprengstoff mit dem Gas, das entsteht, einnimmt pro Kilogramm. Das kann dann schon recht groß werden. Das liegt meistens so im Bereich von 600 bis 900 Liter pro Kilogramm Sprengstoff. Und natürlich gibt es noch viele weitere verschiedene Methoden, um einen Sprengstoff zu parametrisieren. Aber was vielleicht auch so ein bisschen interessanter ist, ist, was gibt es eigentlich überhaupt an Sprengstoffen? Da gibt es so einige Vertreter.
Hier sind ein paar als Bild gezeigt und auf die möchte ich jetzt auch mal so ein bisschen eingehen. Fangen wir einfach mal bei TNT und Schwarzpulver an. Ich habe da so ein paar Werte angegeben, nur um mal so ein bisschen zu vergleichen, wie stark die eigentlich sind. TNT ist ein klassischer militärischer Sprengstoff, wird auch noch heute angewandt, reagiert zu sehr viel Gas und das in einem großen Ausmaß, also fast 1000 Liter pro Kilogramm ist schon viel. Und das TNT hat etwas, was nicht jeder Sprengstoff hat, nämlich eine eigene Einheit. Es ist zwar keine SI-Einheit, aber es gibt das sogenannte TNT-Äquivalent. Das ist die frei gewordene Energiemenge pro Kilogramm Sprengstoff, die dieser Stoff im Vergleich zu TNT hat. Deswegen gibt es bei Sprengstoffen eben diese übliche Einheit TNT-Äquivalent, um anhand vom TNT zu unterscheiden, wie stark ein Sprengstoff jetzt eigentlich wirklich ist. Beim Schwarzpulver ist das zum Beispiel 0,5, ist also nicht ganz so stark, was im Grunde genommen auch so mehr oder weniger logisch ist, denn Schwarzpulver ist der Sprengstoff, der so als erstes historisch als Sprengstoff verwendet wurde. Das hat man beispielsweise für Schusswaffen oder sowas verwendet. Ansonsten haben vielleicht einige von euch schon mal Minecraft gespielt. Tatsächlich ist es leider nicht so, dass man aus Schwarzpulver und Sand TNT herstellen kann. Es tut mir leid, euch das so sagen zu müssen. Wenn ihr das macht, habt ihr leider nur mit Sand verunreinigtes Schwarzpulver. Das reagiert dann nicht mehr ganz so krass. Ein bisschen interessanter werden auch Nitroglycerin und Schießbaumwolle, weil diese beiden Stoffe über die Sprengung hinaus noch so ein paar andere Nutzen haben. Nitroglycerin habe ich hier euch mal als Strukturformel eingeblendet, denn eigentlich ist das nur eine farblose Flüssigkeit und dementsprechend langweilig. Also haben wir Nitroglycerin, ein Medikament, wie es auch verwendet werden kann, neben der Möglichkeit, es als Sprengstoff zu verwenden. Das wird beispielsweise bei verschiedenen Herzkrankheiten angewendet oder bei Analfissuren als Creme. Gleichzeitig haben wir auch noch die Schießbaumwolle. Und die Schießbaumwolle ist quasi nichts anderes als Zellulose, die nitriert wurde und dann hat man da ein paar Nitrogruppen dran. Das sind quasi das, was diese Sprengung an sich hat. Die Nitrogruppen sind diese NO2s, die da überall dranhängen. Das macht eigentlich auch so ein paar Sprengstoffe aus. Die Schießbaumwolle wurde dazu verwendet, um den ersten thermoplastischen Kunststoff herzustellen. Tatsächlich nicht durch Schießbaumwolle direkt, aber eben über die Schießbaumwolle, die auch für verschiedene Lacke oder Farben und eben Kunststoffe einen Ausgangspunkt bildet, von dem aus die Industrie einiges entwickeln konnte. Also es wurden teilweise auch Filme aus diesem Kunststoff gemacht, der aus Schießbaumwolle hergestellt wurde. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, es gab daraufhin sogenannte Sicherheitsfilme, weil irgendwann in Kinos hat es angefangen zu brennen, weil in diesen Filmen eben die Schießbaumwolle reagiert hat. Wenn man nun allerdings beides kombinieren möchte, das geht auch, das wurde gemacht, also es gibt ja bereits das Dynamit, das ist eigentlich Nitroglycerin. Man ist einen Schritt weitergegangen, hat Nitroglycerin und Schießbaumwolle genommen und hat daraus die sogenannte Sprenggelatine hergestellt. Sprenggelatine ist an sich eigentlich cool. Es ist verformbar, was nicht jeder Sprengstoff hat, denn die meisten Sprengstoffe explodieren, wenn man irgendwie draufhaut oder sie bewegt oder sowas. Sprenggelatine hatte den Vorteil, dass man sie sogar zerschneiden konnte, ohne dass was passiert. Allerdings war sie auch recht stark. Sie wurde im 19. Jahrhundert angewendet, um das Gestein für den Gotthardtunnel wegzusprengen, damit man diesen bauen konnte. Wird mittlerweile nicht mehr angewendet, weil es eines der stärksten Sprengstoffe ist, die es so gibt. Wir haben auch noch Ammoniumnitrat und Pikrinsäure. Ammoniumnitrat ist eigentlich in Dünger verwendet worden. Auch von der BASF hat er nicht so großes TNT-Äquivalent und explodiert auch nicht, wenn man es schief anschaut. Mittlerweile ist es nur noch in Industriedünger enthalten, bekommt man als Privatperson nicht mehr und dann meistens auch nur noch in Kombination von ungefährlichen Stoffen. Tatsächlich ist es auch so, dass es damit mal ein Unglück gab bei der BASF in den 20er Jahren. Da hatte man festgewordenen Dünger aus Ammoniumnitrat und Ammoniumsulfat, wollte den mit Dynamit wieder weich machen. Die Mischung hat nicht so gepasst. Und dann sind halt mal 4.500 Tonnen Ammoniumnitrat in die Luft gegangen. Es gab knapp 500 Tote, knapp 2.000 Verletzte und der Knall war bis nach München zu hören. Insofern, falsch angewendet, ein starker Sprengstoff. Die Pikrinsäure hingegen ist ein bisschen stärker.
ist aber genauso gut wie die Schießbaumwolle auch in der Lackindustrie verwendet, wurde früher als Farbstoff eingesetzt und tatsächlich wurde die Pikrinsäure sogar mal zum Anfärben von Backwaren verwendet. Und dann ist den Menschen aufgefallen, oh, das Zeug ist ja vielleicht ein bisschen ungesund. Tatsächlich kamen dabei auch die ein oder anderen Vergiftungserscheinungen auf, deswegen ist man irgendwann davon abgegangen, Pikrinsäure in Backwaren einzusetzen. Auch mit der Pikrinsäure gab es ein größeres Unglück, meine Güte. Die Halifax-Explosion, das ist die größte Menschen ausgelöste nicht-nukleare Explosion gewesen. Da sind zwei Schiffe ineinander gefahren. Das eine hatte 2300 Tonnen Pikrinsäure, TNT und einen weiteren Sprengstoff geladen, dazu noch Benzol. Benzol brennt gut. Fungiert da quasi als Brandbeschleuniger, wobei Benzol an sich kein Sprengstoff ist. Und das hat dann zu knapp 2000 Toten geführt, mehreren tausend Verletzten. Und die Explosion war so stark, dass die Druckwelle das noch mit an Land, also die Druckwelle ging bis an Land, hat Eisenbahnschienen zerrissen, Häuser. Und deswegen war es eine recht große Explosion und die bisher größte menschengemachte nicht-nukleare Explosion. Also das ist schon krass. Natürlich gibt es noch ein paar weitere Sprengstoffe. Ich habe nur mal beispielhaft ein paar genommen, beispielsweise Plastiksprengstoff. Plastiksprengstoff besteht nicht aus Plastik. Das kommt daher, weil plastischer Sprengstoff bzw. Plastiksprengstoff einfach verformbar ist. Es ist ein bisschen wie Sprenggelatine. Man kann es quasi ein bisschen wie Knete behandeln, damit rumformen, zerschneiden und alles Mögliche tun und es explodiert nicht. Manche Plastiksprengstoffe haben sogar die Eigenschaft, dass sie auch nicht explodieren, wenn man ihnen einfach nur Wärme zuführt. Es braucht eine Explosion, um diese Explosion überhaupt in Gang zu setzen. Deswegen werden Plastiksprengstoffe mittlerweile auch noch militärisch verwendet. Und dann gibt es noch Acetonperoxid. Acetonperoxid ist ein Initialsprengstoff und sobald man ihn schief anschaut, geht er hoch und das in einer sehr heftigen Reaktion. Acetonperoxid reagiert so heftig, dass er noch nicht mal irgendeine militärische Anwendung hat. Dementsprechend schief anschauen, alles weg. Und leider ist es auch ein Sprengstoff, den man tatsächlich auch irgendwie versehentlich herstellen kann, wenn man sich ein bisschen doof anstellt und mit Chemikalien rumkippt. Dann gibt es auch noch Thermit bzw. Nanothermit. Das ist an sich kein klassischer Sprengstoff. Thermit wird einfach nur sehr, sehr heiß. Das ist eigentlich nichts anderes als Eisenoxid, also Rost zusammen mit Aluminium. Und das wird in einer Reaktion umgesetzt zu Eisen- und Aluminiumoxid. Eigentlich ganz einfach, wird sehr warm. Aber wenn man die Partikelgröße nun von dem Mikro- in den Nanobereich verkleinert, hat man eine viel heftigere Reaktion und es kann teilweise auch als Sprengstoff genutzt werden. Daneben gibt es noch sehr viele weitere Sprengstoffe. Es gibt wunderschöne Listen bei Wikipedia oder Guestes. Einfach mal schauen, wenn man seinen Lieblingssprengstoff finden möchte. Bitte nicht zu Hause nachbauen, ist eh schwierig. Aber kommen wir zu einer wichtigeren Frage. Was haben Sprengstoffe jemals für uns getan? Eigentlich haben sie einiges für uns getan. Wie ich eben schon erwähnt habe, Nitroglycerin kann als Medikament verwendet werden. Einige Stoffe, die dem Nitroglycerin ähnlich sind, können auch als Medikament verwendet werden. Ist gerade für Herzpatienten ganz cool. Beispielsweise, wenn die einen akuten Angina Pectoris-Anfall haben, also Enge in der Brust, dann können die sich Nitro-Spray reinziehen. Und dieses Nitro-Spray erweitert die Gefäße und kann dann sogar sehr gut helfen. Zudem kann Sprengstoff gewissermaßen als Treibstoff eingesetzt werden. Unter anderem bei Raketen, ja, aber es gibt einen Stoff, der nennt sich Nitromethan und dieses Nitromethan kann ganz normal im Autokraftstoff zugesetzt werden, damit das Auto besser fährt und wird auch im Rennsportbereich verwendet und im Modellbaubereich. Also da geht schon was und nicht jeder Sprengstoff explodiert zum Glück gleich extrem heftig. Dann haben wir noch die Pyrotechnik, klar, Feuerwerke, sieht toll aus, macht Spaß, verpestet die Umwelt an Silvester. Wie ich eben schon bei Pikrinsäure und Schießbaumwolle erwähnt habe, gab es da ganz viele Fortschritte in der Kunststoffindustrie und auch in der Lackindustrie. Ein Airbag basiert übrigens auch auf Sprengstoffen. Also wenn wir Auto fahren und das dann eben halbwegs sicher mit einem Airbag tun wollen, dann wird bei einem Unfall eben eine Reaktion, setzt bei einem Unfall eine Reaktion ein. Und diese Reaktion sorgt dafür, dass sehr viel Gas frei wird. Dadurch wird der Airbag aufgeblasen. Dadurch landen wir sicher in einer weichen Masse, die uns hoffentlich ein wenig vor einem Unfall schützt. Zudem kann ein weiterer Sprengstoff genutzt werden, um daraus Insektizide herzustellen. Also das ist quasi der
Ausgangsstoff für eine Synthese und dann hat man Insektizide, vielleicht nicht gerade Glyphosat. Und dann kommen wir nun zu der eigentlichen Frage, ist es möglich, so einfach Sprengstoff aus dem 3D-Drucker herzustellen, den man wirklich anwenden kann? So ein 3D-Drucker wird, wenn man etwas druckt, sehr warm. Das ist schlecht für Sprengstoffe, weil die dann explodieren, meistens. Dementsprechend, wenn man es geschafft hat, Sprengstoff in einen Hackspace zu bringen und diesen Sprengstoff, oder sogar dort herzustellen, und diesen Sprengstoff in einen 3D-Drucker bekommt, ohne dass er dabei explodiert, spätestens wenn man den Sprengstoff erhitzt, wird es explodieren. So, was ist jetzt aber, wenn man den Weg geht und einfach einen Plastiksprengstoff nimmt, der es tatsächlich schafft, dass die Explosion nicht direkt in Gang gesetzt wird? Im Grunde genommen braucht es dann, um diesen Plastiksprengstoff in Gang zu setzen, überhaupt erstmal eine Explosion, damit dieser Plastiksprengstoff wieder reagieren kann. Also ist man damit im Grunde beim selben Problem. Zudem Plastiksprengstoff in einen Hackspace zu bekommen, ist jetzt nicht so einfach. Der meiste Plastiksprengstoff wird durch an Privatpersonen verkauft. Tatsächlich ist ein Plastiksprengstoff auch ein Geruchsstoff drin, den legaler Plastiksprengstoff enthalten muss, damit beispielsweise Spürhunde den finden können. Oder ab und zu auch Metallspäne, das variiert so ein bisschen nach Hersteller. Aber angenommen, wir würden Plastiksprengstoff in einem Hackspace herstellen wollen, dann bräuchten wir beispielsweise Nitroglycerin. Nitroglycerin kann man zwar selbst herstellen, allerdings hat das eine blutdrucksenkende Wirkung und ist sehr schlagempfindlich. Also wenn es doof läuft, schlafen wir ein, fallen auf das Nitroglycerin und fliegen in die Luft. Die Schießbaumwolle wird das andere Problem. Denn die reagiert auch recht leicht, ein bisschen Feuer in die Nähe, das war's. Wir müssen dann außerdem noch das richtige Verhältnis erwischen, dass dieser Plastiksprengstoff tatsächlich nicht bei Berührung in die Luft fliegt und auch nicht durch Hitze in die Luft fliegt. Das wird schwierig. Aber angenommen, man hat jenen Sprengstoff, der die Reaktion auslösen soll, und den Plastiksprengstoff und füllt das in ein solches Modell einer Atombombe, dann fliegt es leider in die Luft, sobald man sie bewegt. Also auch nicht das Ziel. Dementsprechend behaupte ich einfach mal, dass Sprengstoff aus dem 3D-Drucker nicht so einfach funktioniert. Atomexplosion sowieso nicht. Also ich weiß nicht, die klassische Atombombe passt vermutlich gerade so hier vorne hin. Wenn man das aus einem 3D-Drucker drucken möchte, dann hat man einen sehr großen 3D-Drucker. Und zudem hat man dann definitiv andere Probleme, wenn man mit diesen radioaktiven Materialien umgehen möchte. Dementsprechend vielleicht keine Hausdurchsuchung wert gewesen und auch keine Beschlagnahmung und das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Fragen könnt ihr gerne hier und jetzt stellen, ansonsten werde ich hier noch so ein paar Tage rumlaufen. Ihr könnt mich natürlich auch auf Twitter oder chaos.social anschreiben. Ich habe auch zu diesem Talk ein Skript geschrieben, in dem alles drin steht, was ich sagen wollte, was ich nicht hätte sagen können aufgrund der Zeit und was ich eigentlich noch so für Ideen hatte, könnt ihr gerne nachlesen. Und natürlich auch die Folien zu diesem Talk. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt bitte gerne jetzt. Ja. Haben wir ein Mikro für Fragen? Alles klar. Auf einer der ersten Folien mit den unterschiedlichen Sprengstoffkategorien, ich habe vergessen, wie das hieß, da gab es ja einmal die Einteilung für Sachen wie Raketentreibstoffe und einmal... Moment. Die da? Genau, Treibmittel und Sprengstoffe und auch, wo wird da dann die Unterscheidung gezogen? Weil es gibt ja auch Raketentreibstoffe, die dann sehr gut auch von sich aus explodieren können. Wird das dann während der Anwendung entschieden oder... Gibt es da Unterscheidungsmerkmale? Entschuldigung. Das wird sehr nach Anwendung unterschieden. Also beispielsweise Hydrazin oder sowas ist eigentlich kein klassischer Sprengstoff, wird aber als Treibmittel verwendet und kann explodieren. Deswegen könnte es rein theoretisch auch in die Sparte der Sprengstoffe rutschen.
Genauso wie, es wird beispielsweise auch Kerosin mit flüssigem Wasserstoff verwendet, was an sich auch dazu führt, dass man eben diese Umwandlung von einer Flüssigkeit in ein Gas hat und diese Volumenausdehnung. Deswegen ist es tatsächlich auch nach Anwendungszweck unterschieden. Also Explosivstoffe sind an sich auch erstmal überhaupt alle Stoffe, die als explosionsgefährlich gelten. Und das wird dann je nach Anwendung unterschieden. Okay, danke. Wenn man mit dem Flugzeug verreisen will, dann muss man ja seit einigen Jahren, darf man keine Flüssigkeiten mitnehmen, aus Angst, dass das Flüssigkeitssprengstoff drin sein könnte. Wie realistisch ist diese Angst mit den Mengen, die da auch vorgeschrieben sind, sowas wie 100 Milliliter oder sowas? Mir kommt das immer nur als Schikane vor. Also ist da jetzt wirklich was dahinter? Ich halte das tatsächlich auch für sehr unrealistisch, denn mit dem richtigen Sprengstoff reichen auch prinzipiell 100 Milliliter, um so eine Explosion rauszulösen. Tatsächlich, also mir persönlich erscheint das auch echt merkwürdig, weil eigentlich wird schon ein bisschen Nitroglycerin reichen, wenn man das nicht gerade selbst irgendwie dämlich in die Luft fliegen lässt, was natürlich auch passieren kann. Ich meine, so ein Sprengstoff, den man durch so eine Kontrolle bringt, der kann jederzeit quasi explodieren. Wenn man jetzt beispielsweise irgendwie tatsächlich eine Bombe gebaut hat, dann ist es schon ein bisschen andere Konstruktion. Das erkennt man aber auch, weil es eine Bombe ist. Und tatsächlich halte ich diese 100 Milliliter für, ja, Schikane. Hi, wenn wir schon bei Flugzeugen und Schikane und Explosionen sind, wie sieht denn das mit Lithium-Akkus aus? Da hat man jetzt auch so lustige neue Vorgaben, mit wie viel Wattstunden die haben dürfen. Wie realistisch ist, dass die relevant explodieren? Das kommt ganz drauf an. Wenn der Akku schon vorher beschädigt ist, dann ist das gar nicht so unrealistisch. Allerdings glaube ich nicht, dass die meisten Menschen mit einem beschädigten Akku kontrollieren können, wann genau der jetzt hochgeht. Deswegen ist das schon, auch wenn man das sprengen möchte, recht risikobehaftet. Ansonsten ist es eigentlich schon fast egal, wie groß der Lithium-Ionen-Akku ist. Im Grunde genommen könnte man auch einfach mehrere hintereinander schalten. Oder die Diskussion, die ich schon heute hatte, war beispielsweise, wenn man einfach die elektronischen Geräte aus Angst vor einem Anschlag im Frachtraum oder so stapelt, also quasi die den Fluggästen abnimmt, aus Angst vor einem Anschlag oder sowas, damit eben nichts passiert, dann brennt es sehr, sehr lichterloh, wenn auch nur einer davon beschädigt ist. Das ist auch tatsächlich ein reales Risiko, wenn einer davon versehentlich beschädigt ist und die alle gestapelt sind. Dann führt das nämlich dazu, dass alle anfangen zu brennen und nicht nur einer. Dabei können dann Azide entstehen, die sind so ein bisschen giftig. Und das ist eigentlich viel gefährlicher für ein Flugzeug. Also ich glaube, wenn man da jetzt für solche Aufregungen sorgt und warnt und Begrenzung für die Kilowattstunden macht, dann sorgt es eigentlich nur dafür, dass Menschen sich auf die Idee kommen, da tatsächlich mal drüber nachzudenken, wie könnte ich denn einen Akku beschädigen und das zu Hause nachmachen oder sowas. Mir ist noch eine Frage zu deinem Vortrag eingefallen. Was ist eigentlich dein Lieblingssprengstoff? Das ist eine gute Frage. Ich habe vor kurzem ein Bild von Nickelhydrazin gefunden. Das ist so ein hübscher pastelliler Initialsprengstoff. Also den finde ich ehrlich gesagt ganz schön. Ansonsten finde ich die Idee von Sprenggelatine auch irgendwie cool. Und zudem kann Sprenggelatine sogar vegan sein. Ah ja. Du hattest am Anfang gesagt, dass die Sprengkraft daher kommt, dass die Zielkonfiguration energieärmer ist als die Ausgangskonfiguration der Chemikalien. Die Energiedifferenz in der chemischen Bindung ist die Energie, die frei wird. Nun ist aber so eine Energiefreisetzung, kann ja nur in Form von Temperatur oder Licht erfolgen. Gibt es noch einen anderen Effekt, der dazu führt, dass wirklich eine Detonation passiert?
Oder ist es wirklich die Energie, die die Produkte des Sprengvorgangs erhitzt und durch die Erhitzung eine Volumenausdehnung verursacht, gemäß dem allgemeinen Gas, der allgemeinen Gasformel? Oder gibt es da noch einen zweiten Effekt? Soweit es mir bekannt ist, ist das eigentlich der relevante Effekt. Das ist eben mit dieser Stabilität, das hängt eben mit dieser Stabilität und Energie der Bindung zusammen. Also Stabilität der Bindung ist ja eigentlich auch von der Energie der Bindung abhängig. Also soweit ich weiß, ist das der einzige mir bekannte Effekt. Nein. Also dieser junge Mann hat sich gerade angeboten, im Zweifelsfall auch ein paar Fragen zu beantworten, die weiter in die Tiefe gehen. Dankeschön. Danke. Eine Frage zur Explosion als solche. Es macht ja einen Unterschied, ob ich jetzt 50 Gramm TNT auf einer freien Fläche anzünde oder in einer Rohrbombe oder in irgendeinem anderen Gefäß, was kaum expandieren kann. Inwiefern führt das dann zu anderen Parametern, nur weil es anders die Explosion sich praktisch auswirkt? Also sprich, wie wirkt die Umhausung auf die Explosion? Also die kann natürlich sehr gut abschirmen, gerade wenn das dicke Bleiwände oder sowas sind, dann wirkt es natürlich schon auf die Explosion und das wirkt dann eben auf dieses Material, das darum rumliegt und die Explosion eben abschirmen soll. Also klar, TNT auf einer freien Fläche ist krasser als TNT in einer Rohrbombe, weil erstmal die Rohrbombe überhaupt zerrissen werden muss, bevor die Explosion nach draußen dringen kann. Eine genaue Formel ist mir da nicht bekannt. Du würdest jetzt davon ausgehen, dass ein Stab TNT auf der freien Fläche ist gefährlicher, als wenn ich den in ein Rohr verpacke und dann zünde? Prinzipiell von der reinen Sprengkraft her ja, aber wenn das Rohr eben noch zerreißen kann und dabei andere Dinge zerstören kann, dann kann es potenziell natürlich sein, dass eine Rohrbombe gefährlicher ist. Also es Aufbau, der da passieren kann, dass das halt noch eine andere Wirkung hat. Ja, das betrifft dann aber eben primär den Stoff, den es dann zerreißen würde, wenn es den eben zerreißt. Du hattest erwähnt, dass Sprengstoffe in der Regel funktionieren, weil du einen Stoff irgendwie destabilisierst oder irgendwie was hinzufügst. Jetzt werden ja als elektronische Zünder gern Piezoelemente oder sowas genommen. Ist das dann destabilisieren oder werden Elektronen hinzugefügt? Kannst du das nochmal wiederholen? Ich habe es akustisch nicht so gut verstanden. Wenn du Piezoelement eine Sprengung durchführst, also als Zünder, wird dann dein Stoff destabilisiert oder fügst du tatsächlich irgendwie Elektronen zu, um dann dadurch was zu beeinflussen? Also es kommt ganz auf den Stoff an. Manche Stoffe mögen es eher, wenn sie Elektronen abgenommen bekommen und manche hätten gerne welche dazu. Es kann je nachdem stabilisierend oder destabilisierend wirken. Also manche Elemente haben zum Beispiel in ihrer äußersten Schale ein Elektron, das sie loswerden wollen. Dann wirkt es stabilisierend, wenn sie das eben abgeben. Und manche Elemente haben zum Beispiel 7 in ihrer äußersten Hülle. Und dann wollen sie eben noch eins dazu nehmen. Also das kommt immer auf den individuellen Stoff an. Also da muss man dann auch betrachten, wie ist das Molekül aufgebaut? Welcher Stoff will prinzipiell mehr Elektronen? Welcher Stoff will prinzipiell Elektronen abgeben? Also es kommt immer so ein bisschen auf den Einzelfall dabei an. Okay, wenn jemand noch Fragen hat, sprech mich gerne an, schreib mich gerne an. Wir sind jetzt zeitlich schon durch und ansonsten freut mich, dass ihr alle hier wart. Ich bedanke mich fürs Zuhören und habt noch eine schöne MRM-CD.